Hallo, ich habe Post bekommen und zwar ist das ein Tauschpaket vom Tienchen. Sie hat auch hier einen YouTube-Kanal, nennt sich dort auch das Tienchen. Ich verlinke euch ihren Kanal mal in der Beschreibung. Sie macht ganz vielfältige Dinge, ganz tolle Mixed-Media-Sachen, Mini-Alben und so weiter und so fort. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und wir schauen jetzt erstmal zusammen hier in das Päckchen. Obendrauf liegt ein Umschlag. Ich nehme an, das ist ein Kärtchen. Ja, ein sehr schönes Kärtchen. Gefällt mir richtig gut. Sie bedankt sich für die Goodies und den Tausch und hofft natürlich, dass das, was sie mir schickt, mir gefällt und brauchbar ist und naja, davon ist auszugehen. Unter Bastlern weiß man ja, was man gut verwerten kann. Oh, wie schön! Selbstgemachte Blümchen, die sind ja toll. Also die sind wirklich der Hammer. Die sehen ja aus wie gekauft. Auch so, wie du es verpackt hast. Was haben wir da noch? Ah, das sieht aus wie so ein Albumset, also so ein Album zum Selbstmachen. Ich mache das jetzt gerade mal auf, um zu gucken, was da alles drin ist. Also man hat hier so ein sehr, sehr stabiles Album quasi schon mit verschiedenen Formaten mit den Buchrängen da zusammen gemacht und dann ist da noch Papier mit dabei, das man dann darauf kleben kann, soll, wie auch immer. Das sind auch sehr schöne Papiere, so ein bisschen Vintage-mäßig, gefällt mir alles ziemlich gut. Ja, ist mal eine andere Art, ein Album zu machen, aber da werde ich mich auch mal dran versuchen. Dann hat sie mir hier noch einen Gutschein von Stamp Corner reingepackt, Online-Shop. Da werde ich dann auch mal vorbeigucken. Oh, schöne Aufkleber. Color In, Kontursticker. Oh, cool. Habe ich auch noch keine, die sind mal richtig schön. Hier noch welche in Gold und Silber glitzernd. Grün, verschiedene. Auch sehr cool. Schriftzüge. Vogelhäuschen, Ecken, toll. Ich arbeite ja ganz wenig mit Stickern, aber jetzt hätte ich mal einen Grund, das mal zu probieren. Dann hat sie mir noch ganz tolle Servietten dazu gemacht. Und ihr seht natürlich nur die Hälfte. Schmetterlinge, Mäuschen und Katze, Kürbisse und Sonnenblumen, Rosen in Tassen, auch schön. Das gefällt mir auch hier, das Maritime mit Muscheln und so. Ananas, mehr sommerlich, Garten. Nochmal sowas in der Richtung, so mehr so rustikal. Habe ich noch gar nichts in der Richtung. Mal gucken, was mir dazu einfällt. Ich arbeite hier auch gerne mit Servietten. Oh ja, die habe ich auch bei Action gesehen, hat es mir aber nicht mitgenommen. Und als ich dann dachte, ich möchte sie doch haben, waren sie nicht mehr da. Ja, so ein kleines Päckchen mit einem schönen Aufkleber drauf. Gucken, was da drin ist.
Ui, was schöne Perlen. Die gefallen mir echt gut. Die sind voll schön. So verschiedene Farben. Grün, weiß, so orange, rosa mit diesen schwarzen Punkten. Die gefallen mir echt gut. Da habe ich sicherlich Verwendung dafür. Ist noch so eine schicke Box. Schleifchen, das ist wahrscheinlich auch selbst gemacht, die ist auch toll. Oh, da sind Holzschmetterlinge drin, verschiedene, auch in verschiedenen Farben. Das kann man ja jetzt für den Frühling echt gut gebrauchen zum Verbasteln. Gefallen mir auch sehr. Ach je. Die Stifte habe ich auch so oft in der Hand gehabt und dann dachte ich, ach nee, komm, du hast so viel, nutzt es ja doch nicht. Also, ja, jetzt kann ich sie mal ausprobieren. Wenigstens ist dann da meine Neugier gestillt. Danke, vielen Dank, Tina. So, und jetzt kommen wir zu den selbstgemachten Sachen, die sie mir noch eingepackt hat. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe gesagt, dass ihr, oh, ihre Mixed-Media-Sachen so toll finde und die sind ja wirklich der Hammer. Das ist jetzt so eine Leinwand, bearbeitet in so einem grün-braunen Ton. Da sind so Kronkorken drauf und Metallschlüssel und verschiedene Blümchen und Vintage-Bilder, ganz viele Details eingearbeitet. Sieht mir auch danach aus, als wären da Stempel mit drauf und ah, toll. Also gefällt mir echt super gut. Es kommt auf jeden Fall, weil sie habe ich schon Platz für. Zeige ich dann auch gleich, wenn ich es hingestellt habe, aber jetzt bin ich erst noch neugierig, was da noch ist. Es ist sehr schwer. Oh mein Gott. Das ist, also mir fehlen jetzt echt die Worte. Es ist so schön. Ich habe ja mir Bilder angeguckt, weil sie hat mir gesagt, ich soll doch bei ihren gebastelten Sachen doch mal durchgucken, was sich so veröffentlicht hat, was mir da so gefällt. Und ich habe da verschiedene Dinge geliked. Und also auf den Bildern sah es schon toll aus, aber so live ist es echt der Hammer. Echt. Der Hammer. Tina, vielen, 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 vielen Dank für die super tolle Post und deine tollen Werke. Und wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, dass wir vom Wert her ungefähr gleich bleiben wollen. Aber ich finde, du hast mir jetzt viel mehr oder Wertvolleres zurückgeschickt, als ich dir geschickt habe. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das ist wirklich total schön. Ich weiß jetzt auch schon, wo ich deine Bilder hinstelle. Ich stelle es jetzt mal hin und blende euch dann gleich noch ein Foto ein. Also Tina, echt danke, danke, danke. Und wenn euch gefallen hat, was die Tina hier mir geschickt hat, was sie gezaubert hat, dann habt ihr auf jeden Fall Grund, auf ihrem Kanal vorbeizugucken. Habt ihr sowieso, weil sie echt total schöne Sachen macht. Wie gesagt, ich verlinke sie in der Videobeschreibung. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!